Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne. Wir stehen hier vor dem Schrein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, um das minoanische Labyrinth zu erkunden. Ich rede wahrscheinlich gerade ein bisschen leiser, weil der Raum halt mich total um den Verstand bringt. Ich muss das mal ein bisschen auskleiden hier. Und ich habe was gemacht. Einerseits habe ich natürlich die Aufnahmeprogramm-Version wiedergefunden, die ich benötige, um Titan Quest wieder mit Mauszeiger, hier sehen wir ihn, aufzunehmen, ohne Probleme. Des Weiteren habe ich mich mit den Mods befasst. Ich habe versucht, die Intelligenz wieder zurückzudrehen, um sie in Geschick zu stecken. Meiner Meinung nach fällt das aber eher unter Cheating, weil das Spiel es nicht anbietet, deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Aber ich habe etwas anderes gemacht. Und zwar TQ Volt oder Volt oder was auch immer benutzt. Und ihr seht schon, ich habe meine Tränke gestackt und zwar über den 5er-Stack hinaus. Ich hoffe, dass das dauerhaft so bleibt und nicht, wenn wir jetzt neue Tränke wieder aufnehmen, dass die wieder in 5er-Stacks gelagert werden. Ansonsten werde ich nach jeder Session nochmal nachsortieren. Des Weiteren habe ich die Relikte hier zusammengefügt, diese, ne, wisst ihr schon. Und ich habe noch nicht verkauft. So, ich habe natürlich, ihr seht nochmal meine Stats. Ich habe ja natürlich versucht, die Intelligenzpunkte wieder auf 110 zu drehen, was mir ein Zuschauer ausgerechnet hat, was meine reguläre Grundintelligenz wäre, wenn ich keinen einzigen Punkt hineingesteckt hätte, inklusive der Questbelohnungen. Die habe ich natürlich in Geschick reingepackt, also 110 wäre meine Basisintelligenz jetzt zu diesem aktuellen Punkt. Und ich habe die 68 entfernt und in Geschick reingepackt. Dann habe ich natürlich bis zum Minotaurenkönig gespielt und bin kläglich gescheitert. Da, ja, ich habe das wieder zurückgedreht. Ich habe jetzt wieder die Intelligenz, wie wir sie im Let's Play verteilt haben. Und ich werde das so lange beibehalten, ja, bis wir einfach nicht mehr weiterkommen. Ich weiß nicht, wie fair dieses Spiel am Ende wird. Ich schalte mal die Auren wieder ein. Und dann wurde ich gefragt, ob es hier eine Pet-Einstellung gibt. Ja, sie gibt es. Man kann ihn auf aggressiv schalten, auf normal und defensiv und natürlich auch den Begleiter entlassen. Genauso wie in Grim Dawn. Nur, dass man hier mit einem Rechtsklick dieses Kontextmenü aufklappen muss. Ich mache den mal auf aggressiv. So. Dann gehen wir mal auf Monsterjagd. Wie gesagt, wenn wir den Minotaurenkönig so nicht schaffen, bin ich nicht dazu abgeneigt, ein paar Levelparts zu machen. Ich weiß nicht, ja, Levelparts klingen jetzt nach Aufnahme. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit oder ohne Aufnahme mache. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist, ob ihr den Progress sehen wollt, also den Level Progress. Und ja, bin gespannt. Schreibt's in die Kommentare. Hier ist, oh, ein Schrein der Erfahrung. Natürlich, den nehmen wir mit. Des Weiteren habe ich gerade mal geschaut, wie weit der Beta-Patch ist, denn natürlich das Multiplayer, fixt. Ihr wisst, der GameSpy wurde abgeschaltet. Und seitdem arbeitet Nordic Games, soweit ich weiß, an einem Patch, um den Multiplayer wiederzubeleben. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Zusammenhang mit Grim Dawn zu tun hat, dass das jetzt released wurde. Keine Ahnung. Oh, da haben wir ein Heldenmonster. So, wir machen erstmal die Kleinen hier weg, um den großen Mats, oder großen Max besser gesagt. Das ist natürlich ein schöner Angriff. Um den kümmern wir uns dann im Nachhinein. Hat er was fallen lassen? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben jede Menge XP bekommen. 4752. So. Ich mag diesen Anschleichskill. Diesen Phantomschlag, den mag ich total. Einerseits kann man natürlich die Attacken wieder resetten, wenn es ein kanalisierender Zauber ist. Also ein Zauber, der beständig ist. Der wird dann wieder resettet, man nimmt dann keinen weiteren Schaden davon. So, unser Pet zieht die Agro aber ganz schön auf sich, das ist eigentlich ganz cool. Ich wollte die Truhe eigentlich öffnen. Naja, ich habe dann gesehen, dass der Beta-Patch laut Entwickler momentan auf dem Stand ist, wie es der Fan-Patch ist. Ne, die haben nicht nur jetzt Quests und Items gefixt, wie es wahrscheinlich der Fan-Patch in der Basis tut.
Nein, sie haben auch die Grafik-Engine ein bisschen optimiert. Es gibt neue Shader, neue Wasseroptimierungen, Reflektionen, bla. Ich weiß nicht, ob ich den Patch für den... Also es steht zwar, dass es kompatibel ist mit den Charakteren des Fan-Patches, also so wie wir jetzt spielen. Ich weiß aber nicht, ob wir im Laufe des Let's Plays auf dem Beta-Patch patchen sollen, denn... Ja, eine Beta gibt es nicht ohne Grund. Es gibt immer mal Fehler. Ja, sie haben das User-Interface ein wenig angepasst. Es ist jetzt absolut in 4K skalierbar, so wie ich es gelesen habe. Ich habe es natürlich nicht testen können. Ist auch nicht meine Aufgabe. Nee, ich wollte euch nur darüber in Kenntnis setzen, dass der Multiplayer wohl scheinbar wieder funktioniert. Es gibt auch eine Lobby, es wurde eine neue Lobby gebaut mit den letzten Updates vom 1. April und das scheint wohl kein 1. April-Scherz zu sein. So, da haben wir den nächsten Brunnen der Wiederbelebung, das ist schön. So, wir gehen einfach mal hier mitten rein, locken die aus. Sehr schön, das gefällt mir alles. Sie haben auch ziemlich viele... Spells gefixt, gebalanced. Also da scheinen sie auch an der Schraube zu drehen. Ich bin mal gespannt, wie das Endergebnis ist, denn Titan Quest scheint ja doch beliebter zu sein, als man im ersten Moment vermuten würde. Zumindest ist es so beliebt oder die Nachfrage ist so groß, dass die Entwickler oder der Rechteinhaber, der da jetzt dran werkelt, Interesse hat, diese Fehler zu bereinigen, wieder auf einen einigermaßen aktuellen Stand zu bringen, das Spiel. Doch, das freut mich sehr. Denn das Spiel gibt es ja mal immer wieder günstig auf Steam zu kaufen. Und wenn jetzt natürlich ein neuer Spieler, der mit Titan Quest erstmal überhaupt nichts zu tun hatte, sich das Spiel holt und dann noch ein aktualisiertes Spiel bekommt, wo auch die Grafik-Engine nochmal auf den neuesten Stand gebracht wird. Wobei ich weiß nicht, ob es der neueste Stand ist. Auf jeden Fall auf einen neueren Stand, als es jetzt der Fall ist. Das bräuchten wir nicht. Dann ist das doch schön zu sehen. Die Entwicklung gefällt mir sehr gut. Ja, ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Probiert ihn aus. Müsst euch natürlich einlesen, wie das funktioniert. Ihr müsst in Steam erstmal sagen, dass ihr an der Beta teilnehmen wollt. Und dann wird das irgendwie aus einem anderen Trunk geladen oder auf einem Branch oder keine Ahnung, wie das heißt. Da müsst ihr euch am besten selber informieren. Achso, eine Sache noch zu den Mods, die ich am Anfang der Aufnahme erwähnt habe. Einen Link dazu findet in der Videobeschreibung. Ich habe mal die Download-Seite verlinkt, unter anderem zu TQ World und Soul Seekers irgendwas. Da gibt es unter anderem das Tool, seinen Charakter in den Stats zu verändern. Ich habe es nicht gemacht, weil man kann sehr leicht cheaten, ne? Also, ihr könnt euch einfach mal... beliebig viel, irgendwann wird wahrscheinlich der Speicher überlaufen, aber beliebig viele Punkte vergeben und das ist nicht der Sinn und Zweck, weshalb ich das Tool nutzen wollte. Wie gesagt, ich habe vorher natürlich ein Backup meines Charakters hier gemacht, so dass ich den auch jederzeit wieder abrufen kann, falls ich mich doch anders entschieden habe und... Ja, es zahlt sich aus. So, warte mal, das sind andere Tränke, das sind edle. Aber ihr seht schon... Ja, sie stacken leider nicht. Ich muss es nach jeder Aufnahme neu machen. Ist kein Problem. Vielleicht vergesse ich es das ein oder andere Mal. Da dürft ihr mir bitte nicht böse sein. Aber so, für die Aufnahme selber sollte es doch... Noch mehr kannst du nicht halten. ...ganz cool sein. So, ich muss mal auch mal gucken, ob es da Tastenabkürzungen für gibt. Die Pad-Befehle. Aber ich werde natürlich erstmal meine Sachen verkaufen. Das Inventar ist voll. Und ich habe ja jede Menge Kritik bekommen im normalen Schwierigkeitsgrad, dass ich die Sachen nicht immer verkauft habe, um den Plunder aufzuheben, auch wenn wir nie gebrauchen würden. Ja, da werde ich einfach mal jetzt nachkommen. Mein Name ist nur noch ein Schatten seines ehemaligen Ruhmes. Es sind schwere Zeiten angebrochen. Aber kann ich dir vielleicht trotzdem helfen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich verkaufe jetzt einfach mal wild hier durch, ohne jetzt zu gucken, ob wir irgendwas davon brauchen können. Übrigens, den werde ich nicht verkaufen. Übrigens, Talos ist einer der Gegner, die erst ab episch auftauchen. Also kein Wunder, dass wir uns da ein bisschen die Zähne dran ausgebissen haben. Aber so ist das nun mal. So, ich pack die mal alle hier hin. So, warte mal, der Edle, der sieht ein bisschen größer aus.
als die hier, aber natürlich steht da nicht dabei, wie viel sie wieder geben. Ja, Glück brauchen wir nicht, denn wir verlassen uns auf unser Können und nicht auf unser Glück. Ja, Glück brauchen wir höchstens bei den Drop-Chancen. So. Ist auch schade, dass das Portal, oder einerseits auch ganz gut, dass das Portal wieder verschwindet. Bei Grim Dawn bleibt das Riftgate, also so heißt das Portal dort, bestehen. Also man kann da beliebig oft hindurch. Ach so, hier haben wir wieder ein Bossmonster. Aber das dürfte kein Problem sein. Na. Ich dachte schon, dass ich wollte mich nicht bewegen. So, warte mal. Hier haben wir Gorgonenstulpen. Das sind Beinschienen, nicht wahr? Jawohl. Allerdings mit 5 weniger. Ne, Schadensresistenz gegen Bestien. Wahrscheinlichkeit, geschossen auszuweichen. Aber da haben wir eh unseren Buff für Gesundheitsregeneration. Aber das haben wir da auch drauf. Wir haben sogar 1% mehr auf das, was wir jetzt tragen. Schade. Aber so ist das nun mal. So, mal ein bisschen Mana hier rausschleudern. Da haben wir ja genug von. Natürlich noch ein paar edle Energietränke. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Minotaurenkönig sein wird. Na komm, dürfte es doch jetzt wieder aufgeladen sein. Jawohl. Und wie gesagt, die Mehrpunkte in Geschicklichkeit hätten uns ja bei dem Boss nicht weitergeholfen. Wir wären genauso kläglich gescheitert. Wobei wir natürlich jetzt wieder kläglicher scheitern werden, sodass der nächste, ich nenne es jetzt mal Speicherpunkt, das ist immer mühsam zu sagen, Brunnen der Wiedergeburt. Es ist ein Checkpoint, sagen wir mal so. So, diese Knubbelviecher, die können natürlich mit dem Phantomschlag alle wegnatzen. So, was haben wir hier drin? Oh, wieder jede Menge Tränke. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass die nicht weiter stacken, aber nun ja, so ist das halt. Müssen wir mit leben. So, jawohl, den Außen haben wir auch getroffen. Sehr geil. So, da habt ihr es auch mal gesehen, dass man die alle so nach und nach, das heißt, alle gleichzeitig wegnocken kann mit dem Phantomschlag. Das finde ich ganz cool. Das klappt aber auch irgendwie, glaube ich, nur bei denen hier, weil die schwach genug sind, sofort umzukippen, sobald man die nur schräg anguckt. Okay, bei den Fledermäusen könnte es vielleicht auch funktionieren. Da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Ah ja, da haben wir wieder einen Boss. Okay, der Boss hat uns ein Level Up beschert, wollte ich sagen, genau. So, dann verteilen wir mal die Punkte. Wir stecken die einfach mal in Geschicklichkeit. Ich habe auch, Moment, ich muss bei Angriffsqualität gucken. Da ist sie. Mir wurde gesagt, irgendwie auf Episch braucht man 800 und auf Legendär 1000 oder so ähnlich. Da muss ich nochmal nachschauen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich werde vielleicht, wenn ich eure Zustimmung habe, wobei eigentlich sind das ja öffentliche Kommentare, die jeder einsehen kann. Vielleicht werde ich, wenn ich Zuschauer zitiere oder mich auf deren Aussage berufen möchte, werde ich vielleicht den Kommentar kurz in dem Video einblenden. Damit könnte ich doch jetzt eigentlich mal anfangen, oder? Nö, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. So, wir machen auf jeden Fall erstmal unbeirrt weiter und plündern den Knochenhaufen. Achso, ja, da können wir einfach mal so drauf. Zack. Und da fliegen die auch schon durch die Gegend. Das Pad ist mir ein bisschen zu aggressiv, muss ich sagen. Es ist zwar gut, aber irgendwie, ich meine, man kann sogar steuern, was das Pad angreifen soll. Da muss ich mal eben kurz schauen. Warte mal ganz kurz. So. Bei Grim Dawn ist es so, dass die Pad-Attacke, dass man die Pad-Attacke hier noch mit reinlegen kann, wenn ich mich recht entsinne. Warte mal, wir haben ja noch drei Punkte zu vergeben. Geschossen ausweichen oder mehr Durchschlagsschaden. Das ist natürlich schwierig. Oder ich gehe in die Traumbeherrschung und baue das hier aus. Hier haben wir nochmal Angriffs- und Verteidigungsqualität. Pass mal auf, dann stecken wir die Punkte doch da rein. Und dann haben wir auch
ja, hier sind wir wenigstens mal bei 400 gekommen in der Verteidigungsqualität. Ich bin mal gespannt. Unsere Angriffsqualität sagt, glaube ich, aus, wie gut wir treffen, wie hoch unsere Trefferchance ist. Oder wie schwerer zu parieren, blocken oder überhaupt, ne, daneben zu schlagen. Ja, das ist jetzt doofes Deutsch. Naja. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Unsere Chance zu treffen steigt dadurch. Ansonsten, ja, schauen wir mal hier unten weiter. Jetzt sind noch diese Kohlepfannen wieder, die uns den uns auf den richtigen Weg führen. Oh, da ist wieder ein Heldenmonster. So. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier noch schnell runterkriegen. Vielleicht behalte ich das Pad auch. Ich muss mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich benutze ja keinen Skillplaner oder sowas. Von daher werde ich einen, ja, suboptimalen Bild haben, ne? Nicht, ja, natürlich, ich habe mich von einem Guide inspirieren lassen und habe den mal frei weiterinterpretiert. Ich weiß jetzt nicht, welche Skills dieser Bild benutzt und so weiter. Könnte ich natürlich mal wieder reinlooken, wenn ich den wieder finde. Ja, wobei, ne, mit Google dürfte man alles finden heutzutage. So, ja, meine verzierte Truhe, sehr schön. Wenn man natürlich unser Pet gleich auf den, das habe ich natürlich nicht ausprobiert, wenn man das Pet auf den Minotauren schicken, also den Bossgegner, dann könnt ihr den vielleicht ablenken, sodass wir mehr Chancen haben, Schaden zuzufügen, ohne selber getroffen zu werden. Das setzt natürlich voraus, dass das Pet nicht sofort bei der ersten Gelegenheit wegstirbt. So, die könnten ruhig mal ein paar Mechanikteile fallen lassen. Aha, da vorne haben wir schon wieder irgendwas gruselig anmutendes. Ah. Warte mal, hier oben ist ja auch noch was. Clown-klingende Intelligenz, die bräuchten wir höchstwahrscheinlich nicht. So, ich gehe einfach mal da drauf. So. Ja, der Zauber zündet nicht immer. Ja, die Animation. Oh, Krummsäbel der Flammen. Die Animationen, die zünden leider nicht immer sofort, wenn irgendeine Animation vorher ausgeführt oder sonst was. So, warte mal, den töten wir auch nochmal, den Limos. Nicht, dass er sich jetzt hier gleich wieder voll frisst. Ah ja, er hat schon wieder den nächsten gefunden. Aber wir sammeln erstmal alles hier ein. Achso, die Eisfalle. So, das dürfte eigentlich allen den Garaus machen. Ja, bis auf den Limos natürlich. Habe ich mir anders vorgestellt. Achso, warte mal. Die Gegner wenden sich gegen die anderen Gegner, oder? Wenn die hier dieses... Wenn der leise Gong ertönt. Ich habe keine Ahnung. Und das merkt man wahrscheinlich auch. So, hier liegt alles... Ja, das ist eine ziemlich große Halle. Ich glaube, danach geht auch die Luzi ab. Ne, hier ist noch eine Falle. Okay. Gut, den haben wir jetzt nicht getroffen, aber die gehen ja relativ schnell down. Ach, da hat er schon wieder die nächsten gefunden. Hat man denn keine 5 Minuten Ruhe hier? Ist bestimmt so ein Workaholic, das Pad. Im aggressiven Modus. Eine Vernichtungsmaschine. So, das looten wir noch. Ansonsten, wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich, dass es für diesen Part schon wieder war. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne. Und ja, ich habe es wieder vergessen, in der Epic Edition. Also, bis dann.